Hallo Freunde des schönen Lebens. Als ich in Indien unterwegs war, haben mir ein paar Reisen erzählt. Ey Jens, wenn du nach Vietnam fährst, mache den Haichang Loop. Ich habe gefragt, was ist das denn? Sie sagten, es ist eine 4 Tage Motorradtour in die Berge von Vietnam, an die Grenze zu China. Und es war das Schönste und Beeindruckendste, was ich auf meiner Reise durch Asien gemacht habe. Ich denke so, ja, das klingt ziemlich cool. Und so habe ich mich auf den Weg nach Vietnam gemacht. Und ja, hatte natürlich wahnsinnig hohe Erwartungen. Und normalerweise führen hohe Erwartungen ja direkt in die Enttäuschung. Aber in diesem Fall war es anders. Und was den Haichang Loop so besonders macht und was das Beeindruckende daran ist, das zeige ich dir in diesem Video. Also, viel Spaß! Ja, ich habe mich für eine geführte Tour entschieden und dafür ist das Jasmine Hostel in Haichang der Spezialist. Die haben mir ein Motorrad gestellt, einen Guide gestellt, haben sich um die Unterkunft, um das Essen gekümmert und ich konnte sogar mein Gepäck im Hostel lassen, sodass ich nur einen kleinen Rucksack mit mir nehmen musste. Und das hat die ganze Tour ziemlich einfach für mich gemacht. Wir waren eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten und ja, nach Frühstück und einem Briefing sind wir dann um 10.30 Uhr gestartet. Ja, der erste Tag hat über normale Straßen geführt. Das war eine gute Möglichkeit, um sich erstmal an das Motorrad und an den Straßenverkehr in Vietnam zu gewöhnen. Sind wir ungefähr 100, 120 Kilometer pro Tag gefahren und haben in etwa 4 Stunden auf dem Motorrad verbracht. Und ja, somit war genug Zeit, hier und dort eine Pause zu machen, um ein paar Fotos und ein paar Videos zu machen oder hier und da einen Kaffee oder irgendwas anderes zu trinken. Dann einen sogenannten Homestay verbracht. Dort haben wir alle zusammen gegessen. Es gab Reiswein und jede Menge Bier. Ja, der zweite Tag hat mir persönlich am besten gefallen. Wir sind 9.30 Uhr gestartet und ja, es war von Anfang an alles anders. Der Verkehr war deutlich weniger als den Tag davor und auch die Landschaft hat sich dramatisch verändert. Es war einfach nur schön, die Strecke zu fahren und ich habe es total genossen. You swear love will be together. Ja, das ist die Grenze zu China. Leider könnte wir sie nicht passieren wegen dem Coronavirus. No calls fall into the forest. The grass, the earth, it calls your name. You swear love, I must be broken. And now they'll never see. Dieser Ort wird der Skywalk genannt. Und ja, das war mein absoluter Lieblingsort auf der gesamten Tour. Die Aussicht war einfach grandios und es war eine gute Möglichkeit, um ja, Fotos oder Videos wie diese hier zu machen.
auch die zweite Nacht haben wir einen gemütlichen sogenannten Homestay verbracht. Es gab wieder Reiswein und noch mehr Bier. Am dritten Tag haben wir begonnen mit einer kleinen Bootstour durch die Berge. Das ist wohl eines der drei tiefsten Schluchten in ganz Asien. Dritte Nacht haben wir in Dujia verbracht. Das ist ein kleines Dörfchen in den Bergen mit einer ganzen Menge an Eisfeldern. Und ja, es war halt schön zu sehen, so hautnah an dem Leben der Vietnamesen teilzunehmen und dort einzutauchen. Und zwar, ich fand ein ganz besonderes Erlebnis. Am letzten Tag waren alle ziemlich kaputt und müde. Außerdem sind die Temperaturen in den Keller gegangen, so dass man sich was einfallen lassen musste, um nicht zu frieren. Ja, das war meine Perspektive des Hajang Loops. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einfach einen Daumen da. Du kannst auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn du selbst mal den Loop machen willst, habe ich dir in die Infobox einen Link zum Jasmin Hostel reingepackt. Das sind so die Spezialisten für die Tour, wo du die ganze Tour buchen kannst und die sich um alles kümmern. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Jens. Until you and everyone, until you and everyone.